Hallo ihr Lieben, gerade gucken, ob es jetzt wieder passt. Okay, Verbindung scheint wieder da zu sein. OBS hat mir plötzlich einen Exit beschert. Ich habe nichts weiter gemacht. Scheint wieder zu laufen, oder? Bin ich wieder da? Kilobit die Sekunde 6000, ich bin wieder da, glaube ich. Resende! Ja, super, prima. Wisst ihr, was ich ganz vergessen habe? Folgen mir zu schneiden. Das ist viel zu spannend. Ich muss nachher den Stream verhackstücken. Okay, also. Kaiser Boa, danke schön. Danke für die Bits. Danke schön. Okay, also, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten hier irgendwas, warte, setzen, genau. Verhören wollten wir. Puh, das war jetzt. Ich habe gedacht so, hä, was ist denn jetzt? Das Internet war weg. Der OBS war irgendwie weg. Analysieren. Ich habe jetzt irgendwie erst neu gestartet, dann war alles gut. Ja. Instabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay. Also ist auf gelb, ne? Herstellungsdatum 2030. Warte, ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Modell HK400 Haushälter. Carlos Eutes. Alles klar. Ja, wenn ich ja wieder da bin, ist ja alles gut. Dann ist ja alles super. Ich hatte hier einen, im Computer hatte ich eine Warnung, OBS-Exe-Fehler. Keine Ahnung. Bin ja wieder da. Was war das jetzt? Warte. 19 Tage getrocknetes Blut von Otis Carlos. Ja, klar. Ja, ist ja aber logisch, ne? Ich meine, der hat den ja umgebracht, das wissen wir ja. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Ah, der wurde von dem misshandelt, ne? Dann ist das mal kein Wunder. Lass mich raten, auf der anderen Seite ist auch nicht anders. Oh. Oh, das sieht böse aus. Schlagspuren, nicht kritischer Stufe 2 durch Baseballschläger. Okay, das ist frisch. Okay. Dann verhören wir ihn mal. Erreiche optimales für was? Furcht, Fotos zeigen, Wunden. Ich spreche den erstmal auf die Wunden an. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Du bist so ein Lügner, du Arsch. Hör mal. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Lüge. Nein. Ich glaube, sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Wahrheit. Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert.
Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wähle eine Vorangehensweise. Speicherprüfung. Du lässt mir keine Wahl. Wo ist das? Er hat gesagt, er kann nicht, also muss ich. Komm her, du Stück Scheiße. Hier werde ich helfen, mich anzustachen. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. War jetzt ein bisschen rabiat, ja, aber der hat ja gesagt, er kann nicht. Warum nicht, weiß ich jetzt nicht. Achtung. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Hat aber eben noch gesagt, er will nicht sterben. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Vorsicht! Ups. Ach du Scheiße! Holla! Oh! Okay. Ich glaube, das Spiel ist zu Ende. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Kaputt. Na nü? Upsa. Ich kann noch fortfahren. Der wird bestimmt repariert. Sind das kaputt gemacht? ja. Scheiße. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Verlasse den Bus, ja, würde ich gerne. Achso, er hat geladen. Ich kann nichts machen, warum nicht? Ich kann nichts machen. Lazy, hallo? Achso, okay. Jetzt ist ein Unterschlupf. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Lautstärke wieder höher drehen. Okay. Super. Ist alles okay? Auch nicht gut für ein Kind.
Und jetzt? Wir finden schon einen Schlafplatz. Wie wär's denn, wenn du sie zur Mutter bringst? Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Untersuchen. Wie ist dann Motel? Da ist ein Motel. Untersuchen. Okay, gucken wir uns das alles mal an. Sehr unbequem, aber unauffällig. Immer geöffnet, kein Schlafplatz, um Hilfe bitten. Laden ist geschlossen, da müssen wir einbrechen. Öffnet erst am Morgen. Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Wir nehmen das. Sicher ist gut. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Wo ist sie? Das Mädchen ist weg. Ist sie schon dahin? Ach nee, da an der Bushaltestelle ist sie. Oder? Du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Nach die Kilanas. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Okay, Drahtscheine und Schneider bräuchte ich. Könnten wir im Laden mal um Hilfe bitten? Vielleicht haben die was für uns. Ja, komm mit, komm, wir gehen ganz schnell darüber. Hier ist ja nichts. Die hat vielleicht einen Schneider für uns. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Weihnachtsfeier für die Wissenschaft. Hunderte zum Mal.
Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Nein. Kein Ladendiebstahl. Was ist denn da vorne? Wir stehlen nicht. Also Geld haben wir scheinbar keins. Komm, wir gehen wieder. Wo finden wir denn eine Drahtschere oder sowas? Was? Nee, da kann man nur in den Laden rein, ne? Ja. Ja, dann hätte ich jetzt Argumente, schon klar. Gibt's aber nichts. Dann das Auto, wenn wir sonst nichts finden. Sieht verlassen aus. Halte Abstand, Alice. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Hm. Weiter suchen. Okay, wir suchen was Besseres. Ist nicht irgendwo eine Drahtschere oder so? Ich denn das zerschneiden lasse, wegen dem Haus dahinter, ne? Oh, diese doofe Drahtschere. Kofferraum.
Da ist aber nichts. Da kann ich nur das Auto öffnen. Das kann ich zerschneiden fürs Haus. Da ist noch was, warte mal. Da. Da ist ja eine Drahtschere, oder nicht? Da liegt doch eine. Kann ich die nicht nehmen? Wieso nicht? Sieht zumindest aus wie eine. Ah, okay. Ich eine. So, komm. Feste, Mädchen. Los, du schaffst das, du schaffst das. Los. Sehr gut. Alles in Ordnung? Aber einmal verletzt? Ja, ist nur ein Kratzer. Na, da wurde der Arm wieder dran geflickt, ne? Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Ah, hier. Das geht nicht. Alice? Mhm. Alice! Ist das Kind schon wieder weg? Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Greif nicht. Sie verletzen Ralph. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht wird sie Ralph verletzen. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht tun. Wir dachten, hier ist niemand. Wir brauchen nur einen Schlafplatz. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Oh Gott. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Wir sollten nicht hier bleiben. Der ist eine tickende Zeitbombe. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Ich weiß nicht, trotzdem nicht wirklich. Wir gehen jetzt besser. Komm mit, Alice. Thank you.
Der ist mir zu gefährlich. Wir müssen etwas finden, irgendwas, wo wir heute Nacht schlafen können. Halt durch, Alice, wir finden etwas, versprochen. Nur was? Versuchen wir es im Motel. Vielleicht sind da ja nette Leute drin. Wir werden das wahrscheinlich nicht da übernachten lassen, aber es ist besser als da bei dem Ralph. Dem traue ich mal gar nicht. Der hat ja selber gesagt, er macht manchmal komische Dinge. Der hat sich nicht unter Kontrolle und so. Immer nicht. $40 die Nacht. Nur Android erlaubt. Ja, das kannst du vergessen. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen $40. Und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Was gibt's denn hier noch? Gar nichts. Überhaupt gar nichts gibt's hier. Dann wir gehen mal hier rüber. Vielleicht finden wir hier was. Da gibt es auf jeden Fall Klamotten. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Vielleicht können wir da bleiben. Das sind bestimmt die Klamotten von ihm da. Der pennt. Trockene Kleider für Alice ist natürlich super. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Der schläft. Echt? Das hätte ich gelassen. Fingerknoten. Können wir nicht einfach abhauen? Nein. Der wird bestimmt wach. Jetzt echt noch lesen? Gossip Weekly Musikvideo Dings.
Live-Konzert. Weiß nicht, warum ich das jetzt halt lesen müssen. Genau, warme Klamotten haben wir. Da, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein Android oder was? Da mal hingehen. Hallo, sprechen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Aber nein. Das heißt wohl nein. Okay, aber wir haben jetzt warme Klamotten. Wir könnten jetzt im Auto schlafen. Weil überfallen werde ich den Laden auf keinen Fall. Das ist nämlich schlimmer als Klamotten klauen. Ich finde nichts anderes. Ich werde den Laden nicht überfallen. Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Und das ist nur für heute. Der leerstehende Laden. Mhm, das habe ich nicht gesehen. Ja komm, ein Auto ist ja nicht schlecht. Hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Never ever. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Ich habe mich zickzack entschieden. Also mit dem Rife, das war mir auf jeden Fall zu unheimlich. Ich war mir nicht sicher, ob der wirklich die richtige Wahl ist, weil er selbst gesagt hat, er sei
man könnte sich nicht darauf verlassen, dass er nicht durchdrehen würde, ne? Also ich denke, es war besser, das Haus zu verlassen. Ja, der ist interessanter. Mhm. Beschädigter Gedächtnispalast. Beeinträchtigte Sicht, okay. Alle Systeme im Energiesparmodus, defekt. Ist überhaupt noch irgendwas heil? Und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Das ist super. Mega. Okay, die können wir nehmen. Achso, okay, ich muss es gedrückt halten. Die ist kompatibel, die können wir nehmen.
ein Albtraum, ne? Nein, ich kann mein jetzt Zweck nicht. Ist Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Ich kann jetzt nicht. Hallo. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Wartungscenter. Okay, das haben wir schon mal. Okay, jetzt
kann ich mehr sehen. Das ist gut. Blaues und grünes Auge. Hey, da bin ich wieder. Scannen. Jetzt können wir scannen. Da hinten ist was. Felicitas, danke für deinen Misa. Dankeschön. Ja, auch schon 8. Wahnsinn. Lass mich mal ganz gerne. Wo war das? Habt ihr irgendwas gesehen? Was ist das da? Da, der ist kompatibel, den können wir nehmen. Wenn er nicht mehr lebt. Vielleicht auch schon verwenden wollen. Ah. Okay. So, umgucken, was haben wir noch? Da ist was. Das war aber nicht die, die ich sterben wollte, ne? Das ist irgendwas anderes. Ja. Zustand stabilisiert, Gott sei Dank. Geschafft. Da lebt nichts, da zuckt nur Servomotor. Ja, schon, aber die andere hatte ich ja auch verschont. Der eine wollte sterben, aber die eine ja nicht. Ja und, wie kann ich denn jetzt da hochklettern? Das ist doch die Anhöhe, oder? Warte. Da soll ich hoch, oder? Da hinten ist noch irgendwas. Da kann man mal was gucken, warte mal. Ach ja, klettern. Runterfallen. Und du schaffst das. Ah, nein. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst das. Los jetzt. Halte dich, zieh dich hoch, los, zieh dich hoch. Gott. Nein.
Nein, ich kann jetzt nicht und. Marcus ist von den Toten zurückgekehrt. Unser Agent auch? Oder bin ich im Himmel? Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Kein Loch im Kopf. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Ach, guck. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Okay. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Turbulent. Was denkst du über den Abweichler? Tödlich? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Ich habe gesagt, fasziniert, hallo? Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende.
Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Von meiner Strategie war sie nicht so überzeugt, ne? Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten gegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu. Hier gibt es wieder eine ganze Menge zu entdecken. Okay, da werde ich Plätze analysieren müssen. Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes. Der Verteidigungsminister sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder. Oder gerade eben noch irgendwas, was so sie fragen. Insbesondere Schweden und Kanada forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Hallo? Will die was fragen? Reaktion. Hallo? Aus Moskau oder Washington. Komm her. Wir informieren Sie im Minutentakt. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Okay. Ich will trotzdem mal kurz gucken hier. Achso, der zeigt nur die Schilder. Na gut. Du und du, ihr kommt mit. Gut, da gibt es was zu lesen. Schnüffeln wir mal ein bisschen rum. Berühmter Detroiter Maler stirbt. Fallen da. Hallo, danke für die Bits. Schön, dass du reinschaust. Herzanfall, aha. Also haben sie das wenigstens schon mal gecheckt. Ja, halb berühmter Maler, ne? Das wissen wir schon. Ja, okay. Nächstes. Detroit, Ivanov sagt Njet. Njet. 10 Milliarden Weltbevölkerung, okay. Guck mal, das ist doch sein Platz. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Das Game ist so spannend, Wellenda, dass ich vergessen habe, Folgen mitzuschneiden. Ich muss das nachher aus dem Stream rausschneiden. Heavy Dark Metal, okay.
Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Toll. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Jetzt kommt das recht nicht. Detroit. Okay. Baseball-Fan. Verantwortlich für die Zerschlagung des REDICE-Dealerings 2028. Okay. Halt still! Da. Haare, Hundehaare, Bernardina. Er hat einen Bernardina, okay. Cool. Streichhölzer, Herkunft Jimmy's Bar, Holz, Phosphor. Ach, guck mal. Dann ist er wahrscheinlich da. Androiden, Anti-Androiden-Parolen. Okay. Donuts. Klischee. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein, ja. Das würde ich mal vermuten bei einer Tasse Kaffee. Fächer Ahorn, Asien, okay. Jetzt wissen wir schon einiges über den, ne? Da ist er ja. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber CyberLife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, scheiße. Hank! In mein Büro! Die Scheiße am Schuh wird man nicht los. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur CyberLifes Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich würde mir gern die Fallakten ansehen. Sagen Sie mir, wo ich... Sprich mit Hank. Mach die Tür hinter dir zu. Einen schönen Tag, Captain.
Okay, der mag Androiden wohl auch nicht so gern. Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Mhm. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Toll. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Oh. Fug. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja. Zu lange. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Vermisst. Okay, Fallakte. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei, als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs im Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Ein Verdächtiger. Modell AV500. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Ach, Moment mal. Der kommt mir bekannt vor. Verdächtiger. Das Haus verwüstet. Ein Sex-Androide verschwunden. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Scheiße.
Ihre persönliche Situation sollte die Untersuchung nicht aufhalten, Lieutenant. Du hast doch keine Ahnung, wovon du da redest. Folge einfach deinem verfluchten Programm und halte deine Scheißklappe! Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Das wird nichts mit den beiden. Oh, Eiskonfekt. Was? Bitte? Und um das Feuer wird dann nackt getanzt. Mhm. Auf dem Schrottplatz Boogie tanzen. Loading. Speichert das Ding eigentlich von alleine oder muss ich da irgendwas machen zwischendurch? Ich frage jetzt nur mal, weil ich PS4 nur. Gut, macht alles alleine. Prima, danke. Entschuldigung. Ich muss mir gerade mal was zu trinken einschenken. Ich mach gleich weiter, Moment. So, und weiter geht's. Schauen wir uns mal gerade um. Erkunde die Gegend, überprüfe die Nachbarschaft, ändere dein Aussehen, schneide die Haare. Okay, da haben wir irgendwas, das gucken wir uns an. Das haben wir gestern im Dunkeln nur nicht gesehen. Hoppla. Ich weiß nicht. Tut den Androiden. Gott. Ich habe nur die Gelegenheit genutzt, Jan. Ist da noch irgendwas? Da ist was und da auch. Ja, schon wieder was zu lesen. Wieso? Cyber Wildlife. Erster Androiden-Zoo wird geöffnet. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. 0,4% der Weltbevölkerung halten 94% des Reichtums. Cool. Aber irgendwo schon traurig, ne? Wenn man keine echten Tiere mehr im Zoo hat.
die Realität noch übertreffen werden. Hm, naja. Ist aber nicht mehr echt. Kanada, noch androidenfreie Zone. Okay. Bleibt androidenfrei. Na dann. So, war noch was? Vorne, ne? Was? Da ist eine Schere. Jupp, hab ich gefunden. Weiß. Ich habe immer weiß. Wer ist, wenn die anderen Haarfarben angucken? Blond. Oh, das steht hier auch gut. Das sieht auch echt aus. Schwarz. Nö. Ich mag blond. Blond sieht gut aus. Das passt halt zu den Augenbrauen. Das hält nicht so auf, finde ich. Entfernen, okay. Akku. So, was gibt's noch? Da war nur das Buch, ne? Dann gucken wir mal gerade hier raus. Das war jetzt nicht so gut, dass sie das Mädchen alleine lässt. Aber wir können ja wenigstens mal rausschauen. Oh, ist richtig viel los da. Was ich nicht verstehe, ist, warum geht sie mit dem Mädchen nicht zur Polizei und sagt die Wahrheit? Obwohl, wenn sie sie zurück zum Vater bringt, ist auch blöd, ne? Alice? Wach auf, Alice. Also war es kein Albtraum. Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie geht es dir? Mir ist kalt. Ja, glaube ich. Was sollen wir denn jetzt machen? Gute Frage. Dieser Android von gestern. Er gab mir eine Adresse, dort würde man uns helfen. Direkt auf der anderen Straßenseite führen Schienen vorbei. Der Bahnhof ist nicht weit. Können wir ein Stück laufen? Na dann los. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Das ist noch da. Die Polizei sucht uns. Das wär's erstmal. Die können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Ich glaube, die suchen den anderen. Was willst du mit dem machen?
Wir suchen den anderen. Ich habe keine Ahnung. Schon 32. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam. Und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Stufe 72, 50. Okay. Ich werde nicht auf der Straße stehen bleiben sollen. Streifen dürfen. The Don't Walk war das. Wir sind einfach bei Don't Walk gegangen. Wir hätten vielleicht warten sollen. Meter. Ist alles okay. Hinter uns ist noch einer. Kommt nicht weit. Wir finden sie früher oder später. Fahren wir. Das ist ja echt nicht genau. Wobei, wir hätten uns auch stellen können, ne? Aber ob das so gut gewesen wäre, dann sollten wir uns ja vorbeischleichen. Und einen roten Zebrastreifen sagen, dass er rot ist. Bist du okay?
Zug sicher erreicht. Alles klar. Haben wir geschafft. Geschafft. Okay. Ach, hier kann ich auch weiter gucken. Guck mal. Aha. Ach. Ach, guck. Ich habe einen ganz anderen Geschichtenstrang. Wo bin ich denn abgewichen? Hier wahrscheinlich irgendwo. Ach so, weil ich woanders geschlafen habe. Morgen im Haus. Ach so. Interessant. Mega. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren... Ja, da ist es doch. Ja, ja, klar. Wir reden später. Nächstes Graffiti, was meint ihr damit? Da hinten ist noch was. Das Symbol haben wir gefunden. Da ist nichts mehr. Da hinten, was da liegt. Wieder was zum Lesen. Tech Addict. CyberKnife Wahrsager Computer. Androidensoldaten, perfekte Killermaschinen. Androiden-Astronauten erforschen. Jo. Hacker nehmen Solarmodule für Lösegeldschwindel ins Visier. Mhm. Keine Rückreise geplant. Na toll. Danke. Die werden dann dort zerstört. Prima. Es wird einfach so in Kauf genommen. Gut, haben wir alles überflogen. Prima. Sind natürlich Menschen, ne? Mehr Freizeit für Sie.
nichts übersehen. Okay. Nee, hier wird nicht geballert. Hier sind ganz komische Sachen. Wissen Sie, wo Jericho ist? Genau, ja, kein Abweichler. Da oben ist das Symbol wieder und da unten auch. Interessant, ne? Schöne Rätsel. Das müssen wir jetzt finden. Hallo? Dahin! Okay. Da hinten ist noch eins. Folgen wir dem Weg einfach, dann kommen wir da hinten. Dann wird grün. Ich gehe nicht schon wieder bei Rot drüber. Das fallen mir nur auf. Das ist das falsche Graffiti. Da ist es. Oh, danke, Trish. Okay, grün. A2. Ach, da oben. Da. Nummer 1. Da ist noch eins. Jetzt so ein kleiner Roboter an einem Zaun. Mal schauen. Warte mal, da ist doch direkt ein Zaun. Das ist aber nicht, glaube ich. Warte, wir gehen mal rückwärts. Rückwärts zurück. Da ist kein Roboter. Da gucken. Nee, muss ein anderer Zaun sein. Wir gehen mal weiter. Ja. Genau. Drei Stück. Warte mal, da ist eins. Sein. Das hatten wir. Da ist noch eins. Da hinter dem Brett. Symbol verdeckt. Ja, toll. Und jetzt? Ja. Sieht dich einer? Komm mal schnell. Habe ich hinterm Zaun schon gesehen. Haben wir. Gesicht auf der Haus und dann im Fenster. Das hier weiter. Da.
Bisher sieht so ähnlich aus. Ist aber nicht. Schwierig. Jetzt wird's schwierig. Ist das Absicht? Gerade. Ja, ja, finde den Weg auf das Dach zu gelangen. Hab ich schon fast gedacht. Hab schon fast gedacht, ich muss aufs Dach. Warte mal. Man kann analysieren. Achso, nee, das ist jetzt nur das. Hm. Hallo? Warte mal. Okay. Was? So, das ist das Graffiti, oder? Warte mal. Ich guck mir mal gerade nach. Da hinten in der Ecke. Halt, 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 halt. Da war was. Da. Hier das. Okay. Mann, ist so ein Krach. Wow. Hoppla. Gesehen. Ich bin blind. Ich sehe es nicht. Doch, da, warte. Da ist es doch. Ah, ich hab's gefunden. Danke. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Oh. Toll. Nein. Nein. Oh Gott. Bitte? L2, R2. Toll. Ich suche doch einmal die blöden Tasten. Warte. Hoffentlich macht er das allein. Ja, ja. Du Arsch. Wir werden abstürzen, ganz fürchterlich. Wie sah das Graffiti noch aus? Sparkle irgendwas. Huh. Ja, da sind wir drüber. Hast toll gemacht. Okay, jetzt können wir da hinten rüber. Okay.
Okay. Die Musik gefällt mir gerade nicht. Oh, jetzt geht das schon. Was? Was? Dahin, hochspringen, hüpfen wäre nicht stabil genug. Spule mit L2 zurück. Okay, das funktioniert schon mal nett. Hast du dir toll ausgedacht, war nix. Blöde Idee, andere Idee. Okay, dann, ich würde sagen, da lang. Metall sieht besser aus. Das sieht besser aus als dieses Wellblech. Und dann da hoch. Wäre zu hoch, okay, geht nicht. Dann nehmen wir doch den Weg. Da. Cool gemacht, oder? Berechnen. Boah, ey. Muy macho. Auf geht's. Du schaffst das. Chaka. Und ich hast dich nicht verrechnet. Licht? Da vorne müsste es sein. Vorsicht. Da sitzt wer? Ah ne, ist wahrscheinlich ein abgeschalteter Androide. Da hinten. Direkt das. Sieht so aus, als müssten wir hier durch. Schauen, da hinten ist was. Ich weiß nicht, ob man da drüber gehen kann. Einfach, ich gehe mal da hinten rüber. Du bist der Held und zu laut. Klingt nicht gut. Gut.
nicht abstürzen, bitte. Die Ansicht ist doof. Die ist ganz doof, die Ansicht. Schon der Hitze fehlt. Cool. Das ist echt genial gemacht, das Spiel, ganz ehrlich. Mega mäßig. Halt, 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 halt. Hätte gehen können, wäre schön gewesen. Das ist Schwert. Das ist eine Treppe. Lichtquelle gefunden. Da hinten gibt es auch nichts, ne? Da sind wir rausgekommen. Ne, hier komme ich nicht weiter. Ne, was fies. Ich würde gerne das Schiff untersuchen, aber ist hier jemand? Gerade war die Tür noch zu. Das ist mir jetzt unheimlich. Tür unter der Treppe, ach so. Da
diese komischen Zeichen an der Wand. Diese Papiere auf dem Boden, ne? Komm ich hier nicht weiter? Komm mal zurück, komm mal da lang. Oh. Mann. Ist doch da gelaufen, ne? Hä? Kann das noch da laufen, wenn da nichts ist? Aber, hä? Dreh dich nicht um. Gut. Ja. Da sagst du was. Von rechts bin ich aber gekommen, ne? Ich kann nichts machen. Ging ja nicht, da war ja versperrt. Ich wollte da hinterher, ging aber nicht. Ich war ja hier. Hier bin ich längs und da lief es von rechts nach links. Von links nach rechts. Von Nicht-Mikroseite zu Mikroseite. Versperrt. Ach. Danke, Walda. Oh. Du Arsch! Da ist offen. Erstmal hinter mich. Die Tür ist wieder zu, okay. Hier gibt's aber nichts. Das ist so eine gute Idee, ist hier durchzulaufen. Ich wusste es. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hätte doch erstmal rechts die Tür aufnehmen sollen. Oh. Oh, hallo. Ach, guck mal. Willkommen, Jericho. Den kennen wir doch von der Akte.
gefunden. Yippie. Ach, die zwei habe ich schon vermisst. Zu dir? Nur vorübergehen. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Ja, warte, ich habe nicht gelesen, warte. Lebensmittelhygienelizenz. Lizenz abgelaufen 2031. Erneuerung abgelehnt 2031. Oh. Warte, da gab es noch mehr zu scannen. Halt nicht so hoch, nicht so. Ein bisschen, sag ich. Boah. Ist verdeckt oder was? Da kann ich. Warte. Na. Hm? Oh, glaubst du denn? Achso, abgewandt. Da kann ich aber was. Ja, das weiß ich doch. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Ich will nochmal scannen. Ja. Das ist ein Problem. Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich glaube, wir hatten einen etwas holprigen Start. Wir sollten das alles vergessen und neu anfangen. Was sagen Sie? Hey, ich habe ein Stück Plastik als Partner und ich komme damit klar. Aber wenn du glaubst, dass wir Kumpel werden, bist du so blöd, wie du aussiehst. Bitte. So, jetzt kann ich wieder scannen. Und zwar erstmal den Typen. Das Gesicht habe ich noch nicht gesehen. Case Gary. Geschäftsinhaber. Vorstrafenwiderstand gegen die Festnahme. Verstoß gegen Hygieneverordnung. Hm. Ja. Hm. Hamburger. Okay. Viele Kalorien. Ohne Cola. XL-Limonade. Ananas-Passionsfrucht. Okay. Sehr. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Bleib stehen. Was wir schon bieten lassen. Ciao, Trash. Guten Appetit. Ja? Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet. Ja. Hm.
Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Ja, offenbar. Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Wir sind umsonst gekommen.
Unser Mann ist weg. Ich lasse mal zu früh los. Posterecke kürzlich bewegt. Okay. Wälder im Herzen der Stadt. Okay. In den Flur, ne? Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Da hinten ist es nochmal. Da ist noch ein Dreieck. Initialen RT. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Rupert Travis, Fälschung. Fake ID. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Voll. Wieder diese Zeichen, dieses Gekritzel. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Mhm, stimmt. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zweimal schreiben. Okay, kürzlich umgestoßen, Vogelfäkalien. Kürzlich benutzt, Farbe Mitternacht schwarz, geöffneter Textmarker. Damit wird er geschrieben haben, denke ich mal. Vogelfutter. Ich fass es nicht. Dieser Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Blaues Blutmodell WB200. Ah, und so ein Ding entfernt.
Komponente deaktiviert. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Nicht in der Masse. Da waren zwei Sachen zu analysieren. Ach, rekonstruieren, guck mal. Ja, vor kurzem hier. Klar, Farbe war ja noch feucht, ne? Stuhl gefallen. Ist ins Wohnzimmer gerannt. Zerbrochen, 100% rostfreier Stahl, Metallhaken. Hier unten. Spuren frisch. Spur von verzinktem Stahl. Verdächtiger ist zu Hause hier gerannt. Verdächtiger hat gehört, wie wir reingekommen sind. Verdächtiger ist noch hier, okay. Aus dem Badezimmer gerannt, haben wir umgeflogen und dann da hoch, okay? Yeah.
Ich bin verloren. Ich weiß nicht wohin. Langsam, riskant, gefahrloser Umweg, schnell. Verdammte Scheiße! Ich war nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug, Mist. Puh. Oh, Mann. Ich glaube, meine Meine Reaktionszeiten sind zu langsam mittlerweile. Wir haben auch schon 1 Uhr. Ich glaube, wir machen an der Stelle jetzt mal Schluss. Wow. Oh Mann. Also, cooles Spiel. Das spielen wir auf jeden Fall weiter, weil ich will wissen, wie das weitergeht. Und wieder ein Connor verloren. Ja, tut mir leid. Muss ich nochmal schreiben? Ja, ich würde mich jetzt ins Bett verabschieden. Ja, wir spielen das auf jeden Fall weiter. Gucken wir mal. Ich weiß noch gar nicht, was habe ich morgen vor? Sollen wir morgen einfach weitermachen? Vielleicht? Ich mache ein kurzes Ankündigungsvideo auf YouTube, weil ich kann nämlich jetzt auch nicht unbedingt eine Zeit sagen. Abends wäre natürlich blöd, weil Montag ist ja, weißt du, aufstehen und so. Vielleicht am Nachmittag. Gucken wir mal, ja? Und ich würde sagen, sonst, wir machen das nicht im Frühstücksstream, weil Frühstücksstream, das ist zu früh am Morgen. Da kann vielleicht der eine oder andere nicht. Ich würde sagen, das spielen wir auf jeden Fall abends weiter. Vielleicht am Montag. Koja streamt am Montag nicht. Sonst wieder Sonntag und Montag. Ich will weitermachen, ne? Okay, also ich mache euch auf jeden Fall ein Ankündigungsvideo auf YouTube. Dann wisst ihr Bescheid, wann es weitergeht. Und wenn ich dran denke, eine kurze Meldung hier auf den Startscreen da. Bei Twitch, ja, dann wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einmal bitte die Mods loben. Danke. Fallen da, der Arme. Und ich spiele zwischendurch die anderen Möglichkeiten. Nee, das muss ich ja auch noch alles ausprobieren. Weil es interessiert mich dann schon, wie die Dinge dann verlaufen, wenn man sich anders entscheidet. Die Frage ist natürlich auch, wie lange habe ich die PlayStation hier? Nein, wir spielen es weiter, okay? Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Musik für euch. Bestimmt habe ich noch was Musik für euch. Ich mache mal gerade... Wie komme ich denn hier? Ach nö, ich hätte euch jetzt noch gerade den Rocktrack auf den Hals, glaube ich. Da muss ich auch gerade was einstellen hier. Warte mal. Lass mal gucken. Möchte ich hier irgendwo noch den Media Player für Rocktrack-Flug? Passt zwar jetzt nicht so ganz, aber so ein bisschen Musik zum Schluss ist da immer schön. Schön, dass ihr da wart. Ich guck mal gerade. Ich könnte den hier nehmen, da. Das ist gut. Pause. So. Dann schicke ich euch den. Guck mal, ich schiebe das schon mal hier rüber. Nein, es ist nicht kurze Pause, es ist dann Schluss. Ich kann das jetzt somit nicht anders einstellen, weil ich die PS4 über den Hauptmonitor abgreife. Overlay, Ende. Jetzt seht ihr mal, wie ich das immer alles einstelle für euch. Okay, also, dann macht's mal gut, ihr Lieben. Schlaft gut, träumt was Schönes. Vielleicht sehen wir uns morgen schon wieder. Also, macht's gut. Ciao, ciao.